Ist das natürlich? Das ist natürlich. Das ist natürlich. Jemand, der Drogen nimmt, warum macht er das? Der will sich gut fühlen. Der will high sein. Ist natürlich, aber ist eine Sünde. Ich habe nicht gesagt, das ist keine Sünde, ja? Aber es ist eine Sünde, die einen natürlichen Ursprung hat. Das eine ist, der möchte gerne was besitzen. Der andere ist, der möchte seine Gelüste loswerden. Das andere ist, der möchte sich gut fühlen. Alles natürlich. Aber ist es natürlich zu sagen, Gott wurde geboren und ist ans Kreuz genagelt worden und hat bei seiner eigenen Schöpfung um Hilfe geschrien? Oder in Genesis 6, Vers 6, Gott schmerzte es im Herzen, dass er den Menschen erschaffen hatte und er bereute es. Oder Genesis 32, Gott ringt mit Jakob und verliert. Das ist nicht natürlich. Das heißt, welche Sünde ist schlimmer? Ach, diese Sünde, ja, in eine Schale, die macht alles kaputt, was er an guten Taten gemacht hat. Und so ist es. Und so ist es. Das heißt, Allah hat den Maßstab. Das können wir zu ihm sagen. Also das heißt, wenn er kommt mit dem Hauptsache guter Mensch, sagen wir, wie gesagt, welcher Maßstab? Dann diese drei Arten von Pflichten. Ja? Also diese Frage wird auch im Test kommen. Was sagen wir zu jemandem, der behauptet, es reiche ein guter Mensch zu sein? Wie gesagt, was ist der Maßstab für guter Mensch? Dann diese Aufrichtigkeit in den Taten. Und drittens, dass wir Pflichten gegenüber uns selber, gegenüber den anderen Menschen und gegenüber Allah haben. Und dann dieses Beispiel, mit was? Mit diesem Mann. Ja, wer ist besser? Der eine nimmt Drogen oder der andere, der sagt, Gott ist geboren und gestorben. So, dann kommt der nächste Punkt, was viele Leute sagen. Und das wird heute propagiert. Ja, Friede vor, deswegen heute, das ist eigentlich, wisst ihr, wie ich diesen Dauerkurs genannt habe? Hier steht, Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Ja? Das ist der Friede, Freude, Eierkuchen-Einstellung ist das. Ist alles okay, alle kommen ins Paradies, alle Religionen sind richtig. Ja? Jetzt kommt der nächste Punkt. Das heißt, alle Religionen sind richtig. Du glaubst an dies, du glaubst an das. Ein Freund von mir, der hat Dauer gemacht mit einer Jüdin. Wisst ihr, was die gesagt hat? Die hat gesagt, nee, die Muslime sollten Muslime bleiben und so weiter und so fort, kommen am Ende alle ins Paradies. Das glauben die heutzutage. Am Ende kommen alle erlöst. Ein anderer, ich habe letztens ein Interview gehabt mit der Hannover Studie, irgendeine Universität in Hannover, die haben mit mir ein Interview gemacht. Da war eine Christin, die hat mich interviewt. Und die hat gesagt, die haben das so gemacht, die haben also einen Christen interviewt, mich interviewt, einen Juden, jüdischen Rabbiner interviewt, christlichen Priester, islamischen Missionar, mich und hier Dingsbums, jüdischen Rabbiner. Ne? Und weißt du, dann hat er gesagt, der jüdische Rabbiner, der hat zu mir nicht gesagt, ich soll Judentum annehmen. Der hat zu mir gesagt, nee, bleiben Sie so, wie Sie sind. Der hat zu der Muslimin, die hat das eine Mädchen ist Muslimin oder die eine Frau ist Muslimin, die andere Christin. Der hat zu der Muslimin gesagt, bleiben Sie so, wie Sie sind. Das ist alles auch richtig. Was sagen wir zu jemandem, der das sagt? Was sagen wir, wenn jetzt ein jüdischer Rabbiner sagt, ihr Muslime bleibt so, wie ihr seid auch auf dem richtigen Weg. Was sagen wir dann zu dem? Zum Beispiel. Ja, kann man auch sagen. Aber ich habe noch was. Dritter Versuch, ja. Ja. Aber ich würde sagen zu ihm, okay, Sie sagen, guck mal, da müsst ihr euch merken, wenn einer kommt mit, ja, ihr seid auch richtig. Sie sagen, wenn ich als Muslim sterbe, komme ich ins Paradies. Ich sage, wenn Sie als Jude sterben, das heißt, als Jude von Religion gehen sie in die Hölle. Dann werden sie auch Muslim, sind sie auf der sicheren Seite. Hallo? Sie sagen, ich als Muslim bin im Paradies. Ich sage, Sie als Jude, wenn Sie so sterben, gehen Sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Wollen Sie das Risiko eingehen? Nehmen Sie doch Islam an. Laut Ihrem Glauben bin ich doch sowieso richtig. Wo ist das Problem? Nehmen Sie doch Islam an, sind Sie auf der richtigen Seite. Es geht doch nicht nur um Leben und Tod, hier geht es um die Ewigkeit. Subhanallah. Auf jeden Fall, dann kommt diese Sache, alle Religionen sind richtig. Was sagen wir, wenn jemand sagt, alle Religionen sind richtig? Da gibt es Bücher. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen zu Gott. Viele Religionen, viele Wege, ein Ziel. Viele Wege und so weiter. Okay, dann sagen wir, was sagen wir dazu?
Für jemanden, der das sagt, natürlich wir als Muslime, wenn Muslim so einen Schwachsinn erzählt, wenn Muslim sowas erzählt oder der sich Muslim nennt, weil wer sowas sagt, ist kein Muslim. Und leider heutzutage, aufgrund des Dialogs, nicht Dialog, Dialog, mit Ü, Dialog, gibt es einige Moscheeverbände, die eine Schleimspur von hier bis nach Islamabad ziehen und die dann sowas erzählen. Ja, sie sind Jurist, ist doch alles kein Problem hier. Wann war das? 2006, als der Papst nach Köln gekommen ist. Da laden muslimische Verbände, ich will den Namen gar nicht nennen, ihr kennt sie sowieso, da laden die den Papst ein, wisst ihr, was die machen? Die machen einen Knick vor dem und sagen, eure Heiligkeit. Heiligkeit! Eure Heiligkeit! Was für eine Heiligkeit? Achi, Tarut hoch 596, Achi. Der hat 1, was weiß ich, 6 Milliarden Menschen auf seiner Seite. Kannst du dir das vorstellen? Und eure Heiligkeit, sagen die. Wir sagen nicht, sei nicht nett zu dem. Wir können mit dem auch Dauer machen, aber guck mal, das ist genau der falsche Weg. Diese Dialyg-Dingsbums. Verstehst du? Diese Dialyg-Herangehensweise. Hauptsache, die Leute mögen uns. Bruder, viele Leute denken heute, wenn wir irgendetwas sagen oder wenn die Leute gegen uns sind, wir wären auf dem falschen Weg. In der Schweiz, Einreiseverbot, jetzt mit Abu Enes machen sie wieder Theater und so weiter und so fort. Verstehst du? Ja, Abu Enes hat gesagt, dass der vom Abtrünnig ist und so weiter, Kopf abgehackt kriegt und so weiter und so fort. Ja. Kann man auch nichts für. Da kann man nichts gegen machen. Aber guck mal, und diese Leute denken, wenn sie nett gefunden werden von den Feinden des Islams, dass sie dann auf dem richtigen Weg sind. Ach ja, aber das ist genau das Zeichen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Der Prophet, a.s.w., Achi, solange, was hat er, bevor er als Prophet berufen wurde, was hat er gemacht? Da ist er immer zur Höhle Hira gegangen und hat dort meditiert. Und wen hat er angebetet? Nur Allah alleine. Der Prophet hat, a.s.w., hat in seinem Leben niemals Schirk begangen, eine Götze angebetet. Hat das irgendjemand gestört? Nö, das hat keinen gestört. Wann haben die angefangen, sich zu stören? Als er angefangen hat, dazu aufzurufen und zu sagen, sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und was sagt Allah im Koran über den Propheten? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Im Gesandten Allahs hatte ihr schon das beste Beispiel. Wer ist unser Beispiel? Irgendwelche Leute, die in ihrem Sessel sitzen und keine Ahnung vom Islam haben und dann erzählen, ja, heutzutage will jeder Scheich sein. Ja, diesen Schrott habt ihr uns eingebrockt. Hättet ihr mal die ganzen Jahre vorher hier etwas aufgebaut, nicht nur Moschee gebaut, Alhamdulillah, sondern ich rede von Lehrinstituten oder Leute mal ins Ausland geschickt, die aus Deutschland kommen, damit die Islam lernen, da bräuchte ich hier keinen Vortrag zu machen. Weil dann gäbe es schon genug, da würde ich selber hier sitzen und lernen. Aber deswegen, mit den Mitteln, die wir haben, versuchen wir das Beste daraus zu machen, weil wir hier ein Emergency Case haben, Notfall. Ja, Notfall, Notfall. Wer eine andere Meinung ist, der soll mal rausgehen. Der soll sich mal die Straßen angucken, Achi. Der soll mal in Köln über die Ringe fahren und Dauer machen. Hier, nimmt er so Flyer hier mit und dann verteilt er mal. Wir haben es letztens gemacht, Achi. Da siehst du nur Muslime. Muslimische Mädchen, die ist das. Letztens, der Bruder hier, der wohnt genau auf den Ringen in Köln. Das ist die oberharte Disco-Meile sozusagen. Ja? Achi, da komme ich um 4 Uhr morgens, bringe ich ihn nach Hause, weil er kam vom Vortag von weit weg. Ungefähr, ich war viel, irgendwie so um den Dreh. Da sehen wir dann, vor uns, ich schalte den Wagen an, vor uns, türkische Mädchen. Die werden gerade von ihrem Vater abgeholt von der Disco. Kannst du dir vorstellen? Auf meine Töchter ist Verlass, die machen ja nichts. Ja, ja, ist klar. Das kennen wir schon. Da musst du dir mal vorstellen. So. Das heißt, wenn einer sagt, alle Religionen sind richtig, als Muslim, dann sagen wir zu ihm, Sure 3, Vers 85.
Wenn er also als Nicht-Muslim sagt, dann sagen wir, okay, eine Frage. Eine Frage. Ist 3 gleich 2? Ist 3 gleich 2 oder ist 3 gleich 3? Sie sagen, nee, 3 ist ungleich 2. 3 ist ganz klare Mathematik hier. 3 ist ungleich 2 hier. Guck mal. Ungleich, also das Gleichzeichen durchgestrichen. 3 ist zu klein, ist egal. Aber das hat jeder von euch gesehen, verstehst du hier? 3 hier. 3 ist ungleich 2. Das ist ganz klar, 3 ist nicht 2. Oder ist 2 gleich 3 oder 3 ist gleich 3. 3 ist nicht 2. So, dann fragen wir ihn, kann Jesus gleichzeitig Gott sein? Und kann es gleichzeitig falsch sein, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist? Das ist völliger Quatsch. Wie willst du sagen, ja, die Christen sagen, Jesus ist Gott. Und das ist richtig. Und es ist falsch zu sagen, dass Jesus nicht Gott ist. Die Muslime sagen, Jesus ist nicht Gott. Und es ist falsch zu sagen, dass Jesus Gott ist. Wie können die beide gleichzeitig richtig sein? Das ist völliger Mumpitz. Völliger Quatsch. Das heißt, alle Religionen sagen von sich selber, dass sie der richtige Weg sind. Selbst der Jude, der sagt, du kannst als Muslim ruhig Muslim bleiben, der sagt aber, dass sein Weg der beste ist. Das ist ganz klar. Und orthodox gesehen, wenn man ganz zurückgeht, ist es der einzige Weg für die. Es ist totaler Schwachsinn eigentlich, was sie erzählen. Weil wie kann der Jude sagen, Christentum ist auch richtig, wenn der Jude sagt, Jesus ist nicht der Messias und der Christ sagt, Christus ist Jesus der Messias. Die können nicht beide gleichzeitig richtig sein, das ist totaler Quatsch. Jede Religion sagt von sich selber, dass sie der einzig wahre Weg zu Gott darstellt. Das heißt, wenn zu dir jemand kommt und sagt, alle Religionen sind richtig, dann sagst du ihm, ist 3 gleich 2? Nee, 3 ist ungleich 2. Okay, wie kann Jesus gleichzeitig laut Christentum Gott sein? Und es ist sein auch Christentum falsch zu glauben, dass Jesus nicht Gott ist? Und gleichzeitig nach Islam ist er nicht Gott und es ist falsch zu glauben, dass Jesus Gott ist. Punkt. Hast das Thema direkt beendet. Ja, dann wird er höchstens sagen, ja, so und so, das ist ja alles früher geschrieben worden. Dann sagst du, Moment, jetzt sagst du was anderes. Jetzt sagst du gerade, alle Religionen sind falsch. Jetzt sagst du nicht mehr, alle. Du hast eben gesagt, alle Religionen sind richtig. Jetzt sagst du, alle Religionen sind falsch. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du sagst, alle Religionen sind falsch, dann gebe ich dir recht. Bis auf eine Religion, Islam. Hast du dich mit der mal richtig beschäftigt? So. Dann kommt der nächste Knaller, der heißt, alle kommen ins Paradies. Alle Menschen kommen ins Paradies. Hast du bestimmt auch schon gehört. Alle Menschen kommen ins Paradies. Kommen sowieso alle ins Paradies. Wir haben doch die Hölle hier auf Erden. Bis das dann sagen muss, das ist unsere Diskussionsart. Hast du eine Garantie dafür? Du musst dir mal vorstellen, was in so einem Mensch vorgeht. Du musst dir mal vorstellen, weil der hat ja keine Ahnung. Du sagst zu ihm, hast du eine Garantie dafür, dass alle Menschen ins Paradies gehen? Wenn du so jemanden hast, der so scherzt, und ach ja, Jung, das ist so, glaubet mir, das kann ich gesehen, alle hier kommen ins Paradies. Weißt du, hast du sowieso keinen, das macht sowieso keinen Sinn. Dann musst du ihm sagen, guck mal, wenn er dann so anfängt, so spaßig zu reden, dann musst du sagen, guck mal, ich will mich ernsthaft unterhalten. Weil wenn wir das jetzt ins Lächerliche ziehen, wir können mal hier und da einen Scherz machen, dann hat die Diskussion für mich keinen Zweck. Sondern ich frage dich, hast du eine Garantie dafür, dass du ins Paradies kommst? Dann sagt er wieder, ich habe ja keinem was Schlechtes gemacht. Dann kommst du wieder zum anderen Punkt, was wir eben erwähnt haben. Dann sagst du zu ihm, ja, könnte ja theoretisch sein, dass Gott dich trotzdem in die Hölle schickt. Auch wenn du keinem was Schlechtes gemacht hast. Ja, warum? Ja, weißt du, was Gott vorgeschrieben hat? Wo ist deine Garantie dafür? Du hast keine Garantie. Alle Menschen kommen ins Paradies, wie gesagt, da sagen wir zuerst mal, wo ist deine Garantie dafür? Wo ist deine Garantie für dich selber? Du musst mal vorstellen, ein Mensch sitzt vor dir, der keine Ahnung hat, und jetzt sagst du zu ihm, wo ist deine Garantie, dass du nicht in die Hölle gehst? Boom!
Und dann gibst du ihm das bildlich. Dann sagst du zu ihm, hör mal, stell mal vor, du stirbst morgen. Hast du eine Garantie, dass du... Du kannst ja morgen sterben. Guck mal, wie alt du schon geworden bist jetzt. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Vielleicht bist du morgen schon tot. Wie viele sind plötzlich gestorben? Was ist deine Garantie, dass du im Paradies bist, wenn du morgen stirbst und nicht in die Hölle gehst? Das sind Sachen, Bruder, das sind auch Sachen, die Leute, die Herzen bewegen, Achi. Weil jeder Mensch, ihr müsst wissen, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der sich 100% sicher sein kann. Möge Allah uns festigen. Man kann sich sicher sein, dass der Weg richtig ist als Muslim. Aber gerade derjenige, der diese Einschätzung hat, ach ja, alle sind richtig, ist jemand, der hat sich damit nicht beschäftigt, das ist ein Kreuzworträtselleser. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Zuschauer ist das. Ach, der hat keine Ahnung, das heißt, dieser Mensch, ach, der weiß es selber nicht, der ist im Zweifel. Wisst ihr, warum der diese Aussage nur sagt? Und das müsst ihr ihm sagen. Sagst du diese Aussage, weil du dich selber damit berühmen willst? Oder sagst du diese Aussage, weil du davon überzeugt bist? Merkt euch diesen Satz, glaubt mir. Erstens, welche Garantie hast du, dass du, wenn du morgen stirbst, nicht in der Hölle bist? Und der zweite Satz ist, du sagst also, alle Menschen kommen ins Paradies. Sagst du das, um dich selber zu beruhigen? Oder weil du festes Wissen darüber hast? Wenn er sagt, er hat festes Wissen darüber, dann gib mir einen Beweis. Er hat keinen Beweis. Und wenn er aufrichtig ist, weil die Leute, die nicht aufrichtig sind, was soll man mit denen diskutieren? Aber der aufrichtig ist, der wird nachdenken. Stell dir mal vor, jemand, du hast keine Ahnung von Tuten und Blasen, jemand sagt dir, ey, vielleicht bist du morgen in der Hölle. Ist doch automatisch, dass du darüber nachdenkst. Wir haben diesen Fall einmal gehabt. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Habe ich das, die Geschichte mit dem Mädchen in der Disco, wer kennt die? Wer kennt die aufzeigen? Du kennst sie doch, oder? Jetzt, ja, auf, ja, so, wie soll ich das denn sehen? So, und dann wieder runternehmen. Mal bitte aufzeigen, wer die Geschichte von dem Mädchen in Disco kennt. Nur drei Leute, okay, pass auf, ich gebe euch ein Beispiel. Ganz wichtig in der Dauer. Ein Mädchen, die ist bei einem Islamvortrag von mir zum Islam übergetreten. Dann hat die danach ihre Geschichte erzählt, ich habe das schon öfter erzählt, aber ich bringe es nochmal, wie die zum Islam gekommen ist. Die war in der Disco, hat sich einen gesoffen, Alkohol, und hat den marokkanischen Bruder dort getroffen und die wusste nicht, wie sie nach Hause kommen soll und die kam mit dem ins Gespräch und hat jetzt gesagt, kannst du mich vielleicht nach Hause fahren? Da hat der Bruder die nach Hause gefahren, der war selber in der Disco und da haben die unterwegs dann angefangen zu reden. Sie hat dann über Alkohol geredet, die war jetzt nicht voll besoffen oder so, ja, ne? Also, aber so ein bisschen angetrunken auf jeden Fall, ja? Die hat auf jeden Fall einen drin gehabt, ne? Dass man so ein bisschen witzig war, ne? Auf jeden Fall, die kam dann an, hat zu ihm gesagt, ja, so und so Alkohol hin und her. Hat er gesagt, ja, ich trinke keinen Alkohol, weil ich bin Muslim. Alhamdulillah. War zwar in der Disco, aber wenigstens kein Alkohol getrunken. Besser als gar nichts, oder? Besser als die Sau voll rauslassen von A bis Z, ne? Auf jeden Fall, da hat er sich mit ihr unterhalten und hat er zu ihr gesagt, ja, wir glauben, dass derjenige, der stirbt und hat Islam nicht angenommen, dass der für alle Ewigkeiten in der Hölle brennen wird. Wisst ihr, was die gesagt hat? Die hat gesagt, ich will nicht in die Hölle. Die hat Angst bekommen. Da hat er gesagt, dann hebe die Hände heute Nacht zum Himmel und bete zu Allah, bete zu Gott, dass er dir den richtigen Weg zeigt. Wenn Islam richtig ist, soll er dir zeigen. Wenn Islam falsch ist, soll er dir zeigen. Dann hat sie, die Schwester, die Hände gehoben, hat das Gebet gemacht und die hat gesagt, danach hat die nur noch Islam im Kopf gehabt und im Endeffekt hat sie den Islam angenommen. Aber guck mal, ach, in der Disco, kannst du dir das vorstellen? Ach, im besoffenen Kopf und Allah hat trotzdem, weil sie aufrichtig gewesen hat, das erhört. وَإِذَا مَسَّكُمُ الدَّرُّ فِي الْبَحْرِ دَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Das heißt, wenn sie auf dem Meer waren, die Mushrikun, dann haben sie alle Leute vergessen, die sie vorher, die sind ihnen entschwunden, wo sie vorher die gebeten haben. Die haben vorher vielleicht die Götzen angebetet, aber dann auf dem Meer haben sie nur Allah angebetet. Und dann, فَلَمَّا نَجَاكُمْ.
Und dann, als er sie gerettet hat, Allah ist Allah hat sie gerettet. Das heißt, der Muschrik, der hatte Aufrichtigkeit gehabt, Allah hat trotzdem sein Bittgebet angenommen. Und dann, als sie an Land gekommen sind, haben sie sich wieder abgewandt. Und der Mensch ist wahrlich undankbar. Der Mensch ist undankbar, stets undankbar. Guck mal. Aber das ist der Punkt so. Dann, wie gesagt, alle kommen ins Paradies. Das hatten wir eben schon, ne? Alle kommen ins Paradies, ne? Haben wir eben schon gehabt, ne? So. Und dann hörst du immer so eine Aussage, das ist immer bei der Beerdigung. Da heißt es immer, jetzt geht es ihm oder ihr besser. Immer. Das ist derselbe Punkt, da sagst du ihm, wo ist deine Garantie dafür? Aber natürlich möchte ich eins sagen, was so Beerdigung angeht, das sind natürlich Punkte, wo es nicht von Hekma ist, jetzt zu sagen, ja, der oder so, wenn er jetzt, verstehst du, da direkt so einen Knüppel drauf zu haben, weil die Leute total durcheinander sind, ja. Sondern da vielleicht ein bisschen Samthandschuhe anfassen und sagen, ja, komm mal zu uns und so, wir müssen uns über Tod unterhalten und so weiter und so fort, ja. Dann, das nächste Argument, womit die Leute kommen, Scheinargument ist, Freiheiten. Deswegen habe ich ja gesagt, Friede vor der Eierkuchen. Der Islam gefällt mir nicht, weil im Islam ist es ja, muss man ja fünfmal am Tag beten. Und ich höre gerne Musik, im Islam soll man keine Musik hören. Und ich fühle mich so gut, wenn ich so glatt rasiert bin wie ein Babypopo. Deswegen im Islam, man soll Bart tragen. Nee, ist nichts für mich. Da kommen viele Leute mit, die kommen mit irgendeinem Argument, ja, weil ihm irgendetwas nicht gefällt. Was sagen wir zu dem? Wir sagen zu dem erstmal, was dir gefällt, ist völlig uninteressant. Interessant ist, was dem allmächtigen Gott gefällt. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn dir etwas nicht in den Kram passt, das ist kein Beweis dafür, dass das nicht von Gott ist. Das ist einfach nur ein Gelüste folgen. Das ist einfach nur ein Gelüste folgen. Aber wir sagen dir eins. Guck mal. Wenn du Islam annimmst, merkt euch diese Sache. Wenn du Islam annimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, die Frage, die ja nachher kommt. Was sagen wir zu jemandem, der sagt, ja, es ist mir alles zu schwer? Weil es gibt manche Brüder, die geben ihm das Gefühl, weil er ist zu schwach. Wenn er nicht den Bart trägt und wenn er nicht dies macht, ist er kein Muslim. Das ist falsch. Er ist ja trotzdem Muslim. Er macht einen Fehler, aber er ist ja Muslim. Das heißt, du sagst ihm, guck mal, mach die Shahada und dann arbeite an dir. Denn besser du stirbst mit der Shahada und hast 1 Million Sünden, als dass du ohne Shahada stirbst. Denn wenn du mit 1 Million Sünden stirbst, du kommst irgendwann aus der Hölle raus. Aber wenn du ohne Shahada stirbst, bist du für alle Ewigkeit verdammt in der Hölle. So, wie lange haben wir jetzt gemacht? Stunde, ne? Ungefähr. Bisschen mehr. Jetzt muss man wissen, diese verkappten Christen, das habe ich eben schon gesagt, die sind eigentlich Deisten. Die sind eigentlich Leute, was heißt Deist nochmal? Das heißt, jemand, der glaubt an Gott, aber der glaubt, es gibt keinen Weg. Und so ist es auch bei denen, das ist nur Christ, so wegen Weihnachtsbaum und so weiter, ja? Weihnachten, gehen wir mal in die Kirche oder auch nicht. Und Ostern, wenn du fragst, was ist Ostern eigentlich? Ja, Eier sammeln. Guck mal, was alles reingekommen ist. Das ist ein germanischer Brauch. Wie verdreht das alles ist, ja? Genau wie der 24. Dezember. Die wissen ganz genau, dass Jesus gar nicht da geboren ist. Der ist im Sommer geboren, laut Bibel. Ja, aber die sagen am 24. Dezember. So, jetzt müssen wir fragen, warum ist dieser Mensch so? Weil das ist immer gut. Wir fragen uns, warum ist der jemand, der keinen Weg folgt? Der einfach nur sagt, ja, ich glaube an Gott. Erster Grund, Gelüste. Weil wenn er sagt, man muss keinen Weg folgen, das heißt, der redet sich dasselbe ein. Deswegen ist es wichtig, die Ursache zu wissen. Dann sagst du zu ihm, was lässt dich mit Gewissheit wissen, dass es keinen Weg gibt? Was lässt dich das wissen? Dann wird er sagen, guck mal, dann wird er entweder nichts darauf wissen. Du kannst dann auch direkt sagen, ist es vielleicht, weil du keine Lust hast, einem Weg zu folgen? Weil du zu arrogant bist oder zu hochmütig bist, dir vorschreiben zu lassen, was du machen musst? Das kannst du sagen. Oder er sagt, ja, der Beweis dafür, dass es kein Weg ist, ist, dass es so viele verschiedene Religionen gibt und jede Religion sagt, dass sie der richtige Weg ist. Dann sagen wir, Moment, das ist gerade ein Gedankenfehler.
Weil, wenn fünf Leute vor Gericht stehen und die sagen alle, dass sie unschuldig sind, dann ist das kein Beweis dafür, dass die alle unschuldig sind. Versteht ihr? Es ist völlig unlogisch zu sagen, alle Religionen sagen, dass sie richtig sind, ja, und das ist der Beweis dafür, dass sie alle falsch sind. Das ist totaler Quatsch. Rein theoretisch, ja, es ist ganz klar, rein theoretisch, wenn alle Religionen sagen, sie sind richtig und jede Religion sagt, dass sie der eine wahre Weg zu Gott ist, was heißt das? Das heißt, es kann nur eine richtig sein. Aber es schließt niemals aus, dass nicht eine davon richtig ist. Also wir sagen zu ihm, wenn er diese Antwort gibt, also auf dieses Gelüste, wir sagen zu ihm, hör mal, kann das sein, dass du keinem Weg folgen willst, weil deine Gelüste dich davon abhalten, du bist zu arrogant, diesem Weg zu folgen, du willst dir nichts vorschreiben lassen. Dann wird er, wie gesagt, wenn er dann antwortet darauf, nee, ich mache das nicht, weil es gibt so viele Religionen und jede Religion sagt von sich, dass sie richtig ist. Dann sagen wir zu ihm, dies ist ein Gedankenfehler. Denn wenn jede Religion sagt, wenn wir fünf Religionen haben und jede Religion sagt von sich selber, ich bin der eine wahre Weg, alle anderen Religionen sind falsch, dann ist das kein Indiz dafür, dass alle fünf Religionen falsch sind, sondern das ist nur ein Zeichen, dass nur eine Religion richtig sein kann. Das ist logisch gedacht. Das ist komplette Logik so. Dann sagen wir zu ihm, hast du denn die Religion richtig analysiert? Wenn er sagt nee, dann sagst du zu ihm, das ist ein Zeichen dafür wieder, dass du einfach nur keinen Bock hast, einer Sache zu folgen. Das ist ein Zeichen dafür, weil ansonsten hättest du ja geguckt. Das heißt, hast du analysiert, ah, ich habe Christentum gesehen, ich habe Buddhismus gesehen, ich habe dieses gesehen, ich habe Islam verglichen, Hinduismus und hast danach gesagt, ich habe gesehen, in jeder Religion gibt es Fehler, die ganz klar zeigen, dass sie nicht richtig ist. Hast du das gemacht? Hat er nicht. Weil ich sage euch, Brüder, alle Leute, die das machen, die die Religion vergleichen, die landen beim Islam. Einer davon sitzt gerade vor euch. Alle Leute, die die Religion vergleichen, objektiv nach dem richtigen Weg suchen und den richtigen Weg wollen, die landen beim Islam. Ich habe so viele gesehen, die geguckt haben, was ist Buddhismus, was ist Hinduismus, was sagt das Christentum, was sagt das Judentum. Im Endeffekt haben sie gesehen, nur der Islam kann richtig sein. Das heißt, wir sagen zu ihm, hast du alle Religionen analysiert? Entweder er lügt und sagt ja. Dann sagen wir zu ihm, okay, kein Problem. Dann erzähl mir mal, was dich zum Beispiel davon überzeugt, dass der Islam falsch ist. Gib mir mal Argumente. Ja, die Frau im Islam muss Kopftuch tragen, sagst du, der Mann muss Bart tragen. Die Frau im Islam erbt nur so und so viel. Ja, warum bist du reich und der andere ist arm? Wer hat das bestimmt? Allah? Allah hätte auch machen, ist doch allmächtig, Allah hätte auch machen können, dass ihr beide gleich viel Geld habt. Warum haben nicht alle Menschen auf der Welt gleich viel Geld? Warum kriegt die Frau bei der Geburt Wehen der Mann nicht? Normalerweise müsste doch der Mann dann auch zu Hause sitzen und Bauchschmerzen haben, wenn die Frau das Kind kriegt, oder? Nein, aber Allah hat das so bestimmt, weil das Leben eine Probe ist. Und der eine wird mit Reichtum auf die Probe gestellt, ob er dankbar ist. Und der andere wird mit Armut auf die Probe gestellt. Und das diesseitige Leben ist so gut wie nichts wert. Sondern es ist nur die Probezeit. Das haben wir aber schon im anderen Dawa-Kurs richtig behandelt. So, zweiter Punkt ist Faulheit. Der hat gar keinen Bock, nach dem wahren Weg zu suchen. Der ist abgelenkt von der Dunya. Der ist nur mit Autos beschäftigt, dies, das beschäftigt, Börse beschäftigt, irgendeinem Schwachsinn beschäftigt. Der hat keinen Bock. Was? Ja, aber es ist was anderes. Der glaubt ja, dass Islam richtig ist. Hier gehen wir jetzt von der Sache aus, dass er einfach zu faul ist. Wir gehen ja von dem Deisten aus, warum der Deist faul ist. Natürlich gibt es Muslime, die faul sind. So, dann behauptet er, man könne den wahren Weg sowieso nicht finden. Wenn er sagt, was sagen wir jetzt, wenn er sagt, ja, den wahren Weg kann man sowieso nicht finden, was sagen wir dann zu dem? Was würdest du zu ihm sagen? Sag doch mal was. Ausrede.
Nee, nee, ich meine jetzt hier zu dieser Sache, wenn er sagt, wahren Weg kann man sowieso nicht finden. Erste Sache ist, vergleiche die Religion. erste Sache ist, hast du es gemacht? Nee. Zweite Sache ist, warum gibt es so viele Leute, die Islam angenommen haben, die es gemacht haben, die zum Islam gekommen sind? So. Und dann gibt es zwei Herangehensweisen. Einmal, um die richtige Religion zu bestimmen, weil da kommen wir jetzt hin. Und natürlich, man könnte jetzt hunderte Argumente bringen, warum ist der Islam richtig? Tausende. Aber ich möchte euch zwei Herangehensweisen zeigen. Die erste Herangehensweise ist, die Herangehensweise, bei allen Religionen nach Fehler zu suchen, die zeigen, dass diese Religion falsch ist. Und die Religion, wo man keinen Fehler findet, die bleibt dann als einzige übrig. Das ist La ilaha illallah. Ja. Die zweite Herangehensweise ist, dass man nach Dingen sucht, die absolut ganz klar und eindeutig nur von Gott kommen können. Hier haben wir ein Problem. Denn theoretisch können wir in der Bibel Wunder finden. Warum? Weil vieles von der Bibel noch von Gott ist. Theoretisch kann man das finden. Aber das ist erst ein Beweis, wenn es keinen Fehler gibt. Das heißt, die wahre Religion, die muss zwei Dinge haben. Erstens keinen Fehler haben und zweitens Dinge zeigen, die klar und eindeutig sind. So, jetzt gehen wir durch. Erstens, wenn wir jetzt zum Beispiel das Judentum angucken und das Christentum, die glauben an die Bibel, Altes und Neues Testament. Kann das Buch fehlerhaft sein? Hier müsst ihr euch einen Punkt nennen. Esra 2, Nehemia 7. Hier wird der Auszug der Israeliten aus Babylonien erwähnt. Und dann werden die verschiedenen Zahlen von Stämmen erwähnt. Und dann siehst du am Ende, dass 18 Mal sich die Zahlen voneinander unterscheiden. Das ist derselbe Auszug. Da gibt es 18 verschiedene Widersprüche. Was ihr hier machen könnt, ist, für die Dawa, genau gerade mit Christen, wenn einer eine Bibel hat, du liest dir das durch, du schreibst einmal hier Esra 2 und dann hier Nehemia 7 und dann nimmst du den Stamm, die Anzahl, Stammanzahl, immer gegenüber. Damit du am Ende sagen kannst, guck mal, hier steht das, da steht das, da hast dann ein DIN A4 Blatt bei mir in der Tasche. Bei dir in der Tasche und dann sagst du hier, guck mal, da steht das, da steht das, da steht das, da steht das. Okay? Habt ihr verstanden, wie, ja? Zum Beispiel der Stamm Judäa. Esra 2 sagt 15 Leute, Nehemia 7 sagt 80 Leute. Bumm. Und dann steht das hier. Esra 2, 80, Nehemia 2, 7 bei Judäa, Stamm Judäa. Als Beispiel. So. Jetzt. Das wäre dann zum Beispiel ein Zeichen, dass es hier Fehler gibt. Aber wir werden natürlich noch extra Unterrichte machen über Buddhismus, inshallah, über Christentum, über Judentum und so weiter. Dann Buddhismus beispielsweise. Hier sagen wir, dass heute gesagt wird, und die Buddhisten geben es teilweise selber zu, dass die Schriften, die es heute gibt vom Buddhismus, und das hat auch der Hussein gesagt, der vom Buddhismus zum Islam übergetreten ist, wenn heute jemand Buddhist, ein guter Buddhist sein will, das heißt ein Folger von Gautama Buddha, sozusagen der Stifter der Religion, dann hat er gar keine Handhabe. Er hat keinen Beweis dafür, dass er wirklich Gautama Buddha folgt. Weil die Bücher, die heute vorhanden sind, die sind 400 Jahre nach Gautama Buddha aufgeschrieben worden, ohne Isnad, ohne alles. Das heißt, es gibt keinen Beweis für die Authentizität. Dann kommen wir zur Botschaft falscher Religion. Die Botschaft falscher Religion ist, dass sie immer zur Anbetung der Schöpfung aufrufen. Und diese Anbetung, zum Beispiel beim Christentum, ruft dazu auf, Jesus anzubeten. Ist Jesus erschaffen? Jesus ist geboren. Es ist völliger Blödsinn zu behaupten, er ist geboren und nicht erschaffen. Jemand, der geboren ist, ist erschaffen. Das heißt, wird die Schöpfung angebetet. Hinduismus, Buddhismus, oder es wird gar keiner angebetet. Oder Judentum beispielsweise, die Schöpfung wird mit Gott verglichen. Immer diese Arten von Schirk. Der Islam ist die einzige Religion, wo ganz klar nur Gott alleine angebetet wird. Dann der Name der Religion. Der Name der Religion muss eine Allgemeingültigkeit implizieren. Judentum impliziert schon von vornherein für den Stamm Juda. Buddhismus nach einer Person. Christentum nach einer Person. Alle Religionen sind entweder nach einem Stamm, nach einem Land oder nach einer Person genannt worden. Hinduismus nach Hindu. Islam
Ja, bitte. Was hat das mit den Zeugen Jehovas auf sich, wenn ich fragen darf? Weil ich habe eine Frau, die Serbin ist und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Und ich bin Türke. Ja, guck mal, Bruder, die Sache ist folgendermaßen, weil das Thema ist jetzt nicht Zeugen Jehovas. Was ich dir als Tipp gebe, ist, Bruder, wenn du auf unsere Seite gehst, ja, Einladung zu paradies.de, dann gehst du links auf Videokategorien, da gehst du auf Nicht-Muslime. Und da ist auch ein Video, wie diskutiert man mit Zeugen Jehovas. Und da ist auch eine Debatte von mir mit Zeugen Jehovas drauf. Weil das bringt dir mehr, weil ich rede da ungefähr eine Stunde über Zeugen Jehovas, das bringt dir mehr, als wenn ich dir jetzt zwei, drei Sätze sage. Das heißt, du hast Internet, ja? Einfach auf unsere Internetseite gehen, Einladung zu paradies.de oder muslimtube.de, das ist der andere Name. Weil wir sind jetzt den Namen muslimtube am Verbreiten, weil wir haben gemerkt, dass viele Leute dann bei Einladung zum Paradies Probleme haben. Der sagt dann Einladung ins Paradies oder er sagt Einladung fürs Paradies und so weiter. Deswegen haben wir jetzt gesagt, muslimtube.de ist einfach zu merken. Okay, deswegen, Bruder, weil das ist jetzt nicht das Thema, ich das falsch verstehst, aber du kannst das da beantwortet kriegen. Jetzt zu dieser Sache zurück, zu dem Namen. Aber was ist mit Islam? Islam bedeutet auf Arabisch Gott ergeben. Das heißt, sich Gott hingeben, sich Gott ergeben. Das heißt, das impliziert schon von vornherein eine Tat, eine Handlungsweise, beziehungsweise eine Einstellung. Und diese Einstellung ist die Einstellung, die wir bei allen Leuten sehen, dass sie sich Gott ergeben haben. Die ganzen Propheten im Alten Testament. Sogar, wenn man das heute sieht von Buddha, sieht man nirgendwo, dass Buddha gesagt hat, man soll ihn anbeten. Wir haben keinen Beweis dafür, dass Buddha ein Prophet war. Versteht ihr? Aber Allah sagt im Koran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yu'budullaha wajtanibut taghut. Aber es könnte theoretisch sein, dass er ein Prophet gewesen ist und dass man seine Botschaft auch verdreht hat. Weil heute in den, sagen wir mal, Büchern, die 400 Jahre später geschrieben worden sind, findet man nicht, dass man ihn anbeten soll. Sondern man sieht, dass er jemand ist, der in Askese gelebt hat, der sich von der Welt entsagt hat, der so Sucht gemacht hat. Ja? Wie heute jetzt Sucht, das heißt ein Zahid. Ist halt für Dunya yuhibbukallah, wa ist halt für ma'inda nas yuhibbuka nas. Das heißt, sei abstinent von gegenüber Allah. Also in der Dunya, so wird dich Allah lieben und sei abstinent, was die Menschen haben, so werden dich die Menschen lieben. Ja? Aber das nur als Beispiel. Das heißt, das impliziert eine Tat und ist nicht für einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Person festgestellt. Warum? Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das müsst ihr euch merken. Dieser Vers muss auswendig gelernt werden. Sure 17, Vers 15. Der Islam ist keine neue Religion. Der Islam ist keine neue Religion, die mit dem Propheten Mohammed gebracht wurde, sondern eine allgemeingültige Religion. Alle Propheten kamen mit derselben Botschaft, vom selben allmächtigen Gott, das war, diene dem einen wahren Gott alleine. So. Und das zeigt, dass im Islam jeder ins Paradies kommen kann. Weil was muss die richtige Religion haben? Die muss eine Eigenschaft haben. Die muss zu jeder Zeit an jedem Ort auf der Welt einen Weg bestimmen oder jemandem eine Möglichkeit geben, ins Paradies zu kommen. Gibt es nur im Islam. Weil in Sure 17, Vers 15 sagt Allah, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wir haben nicht erbestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, jemand, der vorher gelebt hat, der war von den Folgern Moses, hat rechtschaffend gehandelt, mit Aufrichtigkeit Moses gefolgt. Was war der? Ein Muslim, weil er sich Gott ergeben hat. So wie es zur damaligen Zeit ihm möglich war. Jemand, der Jesus rechtschaffend mit Aufrichtigkeit gefolgt hat, das war der ein Muslim. Was heißt Muslim? Gottergebener. Weil er sich Gott ergeben hat. Der hat an den Propheten geglaubt, der zu ihm gekommen ist. Heute aber jemand, der behauptet, Jesus oder Moses zu folgen, kann ihm nicht folgen, weil die Botschaft entstellt wurde. Und er muss dem letzten Propheten folgen. Wenn es heute ein anderes Straßenverkehrsgesetz gibt und Allah hat etwas geändert, die Akida ist gleich, aber ein Gesetz hat sich geändert. Jetzt zum Beispiel gibt es diese Aufkleber, grüne Aufkleber und was weiß ich für ein Aufkleber, ja? So, kannst du jetzt sagen, hey, warte mal, ich folge dem Gesetz von vor einem Jahr. Warum muss ich denn jetzt die 40 € Strafe bezahlen? Nur weil ich nicht in diese Umweltzone reingefahren bin. Ja, neues Gesetz. Pech gehabt. Ganz einfach. Das heißt, du musst an Gott glauben und ihm folgen
und dich ihm ergeben, wenn das neue Gesetz kommt. Wenn ein Gesetz kommt von Allah mit einem neuen Propheten und du willst es nicht annehmen, hast du dich dann Gott ergeben? Nein. Nein, ganz klar. Gut. Das ist die Allgemeingültigkeit des Islam. Das heißt, wenn, und jetzt, wenn irgendwo jemand nie was vom Propheten Mohammed gehört hat, was gibt es dann für den? Allah sagt, Sura 17, Vers 15, wir haben nicht bestraft, bis ein Gesandter kam. Der wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt werden.